Hallo zusammen. Hallo. Wir sind heute unterwegs, fahren allerdings nicht in Urlaub. Bei diesem Wetter heute, es regnet in Strömen. Richtig. Und wir sind jetzt trotzdem unterwegs und es hat nämlich einen Grund. Und dieser Grund heißt Heckgarage. Verbotszone. Ja, und wir werden heute für euch die Heckgarage öffnen, aber nur für einen ganz kurzen, schnellen Blick. Weil heute passiert was mit unserer Heckgarage und das wollen wir euch zeigen. Und wenn ihr da Interesse habt, dann bleibt einfach dran und dann schauen wir mal, wie nachher die Heckgarage aussieht. Und nach dem Intro geht's los. Bis gleich. Ja. Also, zum Thema Ordnung. Wir haben ja gesagt, wir machen jetzt da mal auf, ja? Ja. Und zeigen unser Achillesferse, ja? Also, schaut mal nicht ganz so genau hin. Erst ja. Wenn man euch das Ergebnis zeigt, dann dürft ihr genau hinschauen. Jetzt machst du es zu spannend, mach auf. Ja. So sieht es bei uns aus. Jetzt machen wir noch die andere Seite auf. So, da ist sie, die Ursi. Ja, also, es ist zwar alles irgendwie sortiert bei uns, aber doch irgendwie durcheinander. Und die Stühle haben wir jetzt einfach nur so reingestellt. Mit den Fahrrädern haben wir ordentlich Platz gewonnen. Aber trotzdem, es ist keine befriedigende Lösung. Ursi, oder? Ja, und deshalb machen wir es dann schnell wieder zu. Genau, und dann schauen wir, wie sich das weiterentwickelt. Also, unsere Heckgarage. Da hat uns der Bernd eine Empfehlung gegeben, er könnte uns da etwas zur Seite stehen. Der Bernd Renz, den stelle ich jetzt hier vor. Das ist der Inhaber der Firma Remectro und Remetec. Richtig. Im Mühlager. Mühlager liegt im nördlichen Baden-Württemberg. Und vielleicht sagst du ganz kurz, was du vorhast, gerade in puncto Wohnmobilbau. Ich möchte nur vorausschicken, der Bernd ist selber begeisterter Wohnmobilfahrer. Absolut, richtig. Also, Bernd, erzähl mal. Ganz einfache Geschichte. Also, wir haben hier zwei Firmen. Das sind Schwesterunternehmen. Das eine ist die Firma Remetec. Die machen Blech in Form und Farbe. Da werden wir bestimmt das eine oder andere davon sehen. Und die andere Firma ist Remectro. Wir haben uns darauf spezialisiert, Betriebseinrichtungen zu machen. Hauptsächlich Betriebseinrichtungen, bestimmte Wegen, Spezialwegen und sonstige Sachen, Regale, die wir quasi zusammen mit dem Kunden entwickeln, damit genau seine Lösung gemacht wird. Individuelle Werkstattwagen. Es geht nicht darum, um Massenware zu machen, sondern wir machen wirklich ganz individuelle Dinge für die Werkstatt, für das Lager, für die Betriebseinrichtung. Das ist der eine Punkt. Und dann habe ich ein Wohnmobil gekauft und habe dann festgestellt, dass die Heckgarage eigentlich im Prinzip ein Eldorado ist, im Hinblick dessen, ich kann sie zuschmeißen oder ich kann irgendwie Ordnung reinbringen. Ja, so wie sie bei uns ausgeschaut hat, war sie eher zugeschmissen. Wollte ich jetzt nicht sagen. Ja. Und so kam ich dann auf die Idee, für die auch eine Betriebseinrichtung oder eine Einrichtung zu machen für die Heckgarage. Und das hat angefangen, dass ich die Langteile irgendwann mal an Bord gehängt habe. Das ist weitergegangen, dass ich ein Regal entwickelt habe. Momentan sind 5, 6 andere Sachen in der Pipeline drin und so sind wir auch zusammengekommen, Ordnung in der Heckgarage, und da war mein Gedanke ganz einfach mal den Leuten zu zeigen, welche Möglichkeiten man heute hat. Es gibt ja viele Hersteller, die jetzt das Thema mit Aluminium machen. Wir haben das auch bei uns im Programm. Wir legen aber auch Wert auf die eigene Entwicklungen, weil wir auch im Hintergrund natürlich Blechverarbeitung haben und sonstiges und Lackiererei haben. Da können wir dann doch durchaus kundenspezifisch was tun. Ja, und die schauen wir uns dann an, was dabei rausgekommen ist. Bin ich auch gespannt. So, jetzt bei der Blechbearbeitung hast du mir ja gesagt im Vorfeld, das Herzstück der Firma ist dieser Laser hier.
Ja, hier hinter uns steht ja der Laser. Man sieht ja auch, woher das er kommt. Das ist ein 4kW-Laser. Hier schneiden wir Stahlmaterial bis 20 mm Stärke. Wir schneiden Aluminiummaterial, wir schneiden Edelstahl. Und hier beginnt im Endeffekt der Produktionsprozess von all den Dingen, die wir für unsere Kunden machen, oder auch der Produktionsprozess von den Ideen, die man so hat, im Zusammenhang auch mit Wohnmobil- und Heckgaragenausbau. Das heißt, es ist wie in einem Backofen. Kann man sich vorstellen, da wird ein Teich draufgelegt, das heißt das Blech, und dann werden verschiedene Formen angesetzt und dann wird es rausgelasert. Im weitesten Sinne, ja. Okay, für Laien sozusagen, ja. Für Laien. Wir machen ja hier ein Bild für Laien. Es ist eigentlich im Endeffekt ist eine Zeichnung, die erstellt wird. Und dann wird es quasi, diese Zeichnung wird digital verarbeitet, geht auf die Maschine und die Maschine hat dann einen Schneideplan. Ja, und dann schneidet die Maschine mit dem Laser, schneidet dann die quasi dieses Teil aus diesem Material raus. Das Material würde bedeuten Stahl oder wie ich schon gesagt habe, Aluminium oder Kunststoff. Also Stahl, Aluminium und Edelstahl. Und Edelstahl. Und Edelstahl. Na also. Und dann haben wir, wenn das Thema erledigt ist, dann geht es in den nächsten Produktionsprozess. Ja. Okay. Momentan sind wir dabei, verschiedene Dinge zu schneiden. Ich schaue mal nach hinten. Hier wird quasi das Blech aufgenommen. Ja, wird jetzt eine Restblechverarbeitung. Das heißt, normalerweise machen wir komplette Tafeln drauf, bis zu 3 Meter mal 1,50 Meter. Das ist jetzt eine Restblechverarbeitung. Dieser Lader legt das Material drauf. Und die Maschine findet dann das, was ich zurücksteigen muss. Die Maschine, das wird jetzt quasi in die Maschine eingefahren. Dieser Tisch wird eingefahren. So, jetzt wird es abgelegt. Handelt sich jetzt da? Das ist die. Das ist eine Kantmaschine. Das heißt, immer wenn wir das flache Blech, das auch vom Laser rauskommt, wird dann verformt. Das heißt, wir kanten dann Teile auf, sodass es eine Wanne entsteht oder ein Winkel entsteht oder sonstige Dinge entsteht. Das ist dann unsere Kantmaschine mit bis zu 230 Tonnen Presskraft. Jawohl, ja, prima. Das ist also meistens der zweite Schritt nach dem Laser. Es gibt aber auch viele Teile, die direkt vom Laser in andere Prozesse eingebunden sind, wo nur noch Handarbeit entsteht oder nur noch lackiert werden müssen. So, jetzt hier sind wir bei der Pulverbeschichtung. Wir sind jetzt hier bei der Pulverbeschichtung. Als ich damals die Firma so aufgebaut habe, war für mich klar, ich möchte die Pulverbeschichtung auch im Hause haben. Sehr häufig ist die Pulverbeschichtung auch extern angesiedelt. Für mich ist lieber, ich mache alles aus einer Hand. Das heißt, ich bin verantwortlich von A bis Z. Und der Kunde bekommt von mir ein fertiges Teil, ohne dass man es noch irgendwo hinfahren muss oder sonst was. Deshalb habe ich mich damals entschieden, gleich in die Pulverbeschichtung mit einzusteigen. So, und jetzt sind wir hier im Schweißbereich. Das heißt, alle Einbauten können auch individuell nachgebessert werden. Nicht nur nachgebessert, sondern bei vielen Dingen brauche ich den Schweißprozess, um Teile miteinander zu verbinden, richtig, Baugruppen zu verbinden. Wir machen dann teilweise ganz größere Gestelle bis hin zu 18,5 Meter Länge, lange Öfen, die wir schon hier drin gebaut haben. Das heißt, da wird sehr, sehr viel geschweißt. Ja, und man hat auch die Möglichkeit, dann, wenn man als Kunde da steht und sich was einbauen lässt, dass man sich nochmal da einen Haken hinschweißen lässt oder sonst was. Wäre beispielsweise notwendig, wobei wir versuchen, im Wohnmobilbereich mit Schraubtechnik dahin zu kommen, nicht mit Schweißen, aber wir haben das Equipment im Hintergrund. Also das, was du vorhast mit dem Wohnmobil, das wird ja alles eine ganz individuelle Sache. Ja. Und da hast du jetzt eine ganz individuelle Fertigung für deine Frau gemacht, ja? Meine Frau hat mich ganz einfach darauf angesprochen, sie möchte eine besondere Situation gelöst bekommen. Aha. Und dann habe ich mir Gedanken gemacht und ich möchte jetzt auch noch nicht so viel dazu sagen, aber das ist ein Ordnungssystem, wo ich behaupte, in Wohnmobilen, wo es reinpasst, dass sich die Frauen freuen, wenn sie sowas haben. Okay, dann sind wir mal gespannt, wie das bei dir ausschaut, wenn wir da mal nachdrehen können. Genau, alles klar, machen wir.
So, und wenn man was tut, dann sieht man Ergebnisse. Und das Ergebnis sieht jetzt so aus, dass wir hier erstmal ein Regal eingebaut haben mit zwei Schubladen, die man natürlich individuell verändern kann. Das heißt, man kann auch diese Seitenfront hier etwas höher machen. Und da werden wir wohl dann noch eine dritte Schublade reinmachen. Dann haben wir hier das Gestell reingestellt. Auch hier mit Auszugmöglichkeit, wenn es nicht zu voll gepackt ist. Und für mich das Beste, das sind, wie die Stühle untergebracht sind. Man kann jetzt also hier das Fahrrad reinstellen. Und hier die Stühle rein- und rausschieben, inklusive den Tisch. Also das sieht schon mal ganz gut aus. Bernd, vielen Dank für die tolle Lösung. Kein Problem, du weißt schon, wir sind noch nicht fertig. Ne? Also gerade das, die Lösung mit meinem Campingtisch und den Campingstühlen finde ich ganz super, weil das schiebe ich einfach hier seitlich rein und komfortabel hin an die Sache und kann trotzdem meine Fahrräder problemlos rein und raus schauen. So ganz zufrieden? Ja, also erstmal Bernd, vielen Dank für diesen Einbau des Prototyps. Ja? Gerne, gerne. Aber so ganz zufrieden bist du noch nicht, wie ich das mitbekommen habe? Erzähl mal. Nein, das ist bei mir das Problem. Ich möchte eigentlich, erst dann bin ich ganz zufrieden, wenn ich weiß, auch das, mehr oder weniger das letzte Problem ist gelöst. Wir haben hier, das hast du selber vorhin schon gesagt, wir haben hier das Problem erkannt, dass die Bordhöhe oder die Bordwandhöhe von den Schubladen teilweise zu gering ist. Das ist ein Punkt, den wir jetzt ändern werden. Wir haben ja im Hintergrund die Blechfertigung und können ja dann diese neuen Schubladen selber machen. Wir haben festgestellt, dass wir noch Möglichkeiten brauchen, für deine Langteile aufzubewahren. Diese Stange, mit der ich quasi die Markise rauskurble und andere Dinge. Da haben wir auch eine Lösung hier am Regal, wo wir eine bestimmte Wanne bauen, wo das quasi dann reinkommt. Das gleichzeitig dient dazu, dass deine Stühle oder dass dein Tisch und deine Stühle fixiert sind, besser fixiert sind. Wir werden noch zusätzliche Staufächer einbauen in festen Teilen und auch mit Schubladen, sodass du nachher wirklich alles sauber links und rechts an der Wand hast. Was für uns auch wichtig war, dass wir Regal 1 gegen Regal 2 absichern. Das heißt, wir haben da zwischen den beiden Regalen auf alle Fälle eine Querstange gemacht, sodass das eine Regal das andere abstützt. Zusätzlich sind wir eigentlich der Meinung, dass wir auch in dem Material, wir sind jetzt auf 40 Millimeter Leichtprofil gegangen und aus Gründen der Stabilisierung und der Stabilität. Das heißt, aber wie gesagt, ich habe gesagt, du darfst gerne wiederkommen. Wir haben auch eine Lösung momentan vorbereitet für dein Warndreieck, für deinen Verbandskasten, wo dann quasi auch eine kleine Überraschung ist, dass du das wirklich super zugänglich hast, inklusive deine Warnwesten. Um zusammenzufassen, wir haben hier einen Prototyp eingebaut, das heißt, es ist das erste, zweite Auto, wo du das eingebaut hast. Das erste war dein eigenes Fahrzeug, das ist ein B704 von Hümer. Jawohl. Und es ist de facto so eine Situation Learning by Doing und bei Profit von Ossi und Helle. Ja? Genau. Denn genau. Wir haben gleichzeitig eine Lösung, so ist es eine gewisse Win-Win-Situation. Sehe ich so. Und wir machen auch gerne Werbung für die Firma Remtec. Remectro ist das. Remectro, ja. Das. Und wir sind jetzt schon begeistert von unserem System. Es macht erstens einen sehr stabilen Eindruck. Und ist auch unsere Meinung, dass man das durchaus stabil bauen sollte. Natürlich, gerade mit der Verkehrssituation oder mit der Unfallsituation. Wir haben auf jeden Fall jetzt schon mal eine ordentliche Lösung, dass alles an seinem Platz steht und sich nicht so gut wie nicht verschieben kann. Das heißt, wir können jedes Mal, ohne dass ich etwas zur Seite stellen muss oder schieben muss, die Fahrräder rein und rausnehmen, was eigentlich die Freude am Fahrradfahren erhöht. Und es wird noch weiter gebastelt und das Endergebnis soll dann sein, dass du hier Gestelle fertigst, die praktisch in mehrere Wohnmobiltypen eingebaut werden können. Richtig, es wird zwei Linien geben. Die eine Linie sehen wir hier, das ist dann wirklich diese, wo genau das Wohnmobil ausgemessen wird, wo genau der Wunsch des Kunden quasi umgesetzt wird. Das ist die eine Linie, die geschieht natürlich, indem man hierher kommt, zu uns kommt und dann wird es dann quasi dementsprechend eingebaut. Die zweite Linie. In schöne Mühlacker.
Und normalerweise fährt er mit Pforzheimer Kennzeichen rum, das ist badisch. Also, jetzt haben wir wieder ein leichtes Problem, ja. Da streiten wir schon ein Weilchen, ja, was jetzt badisch ist und was ist schwäbisch. Ja. Aber lange Rede, kurzer Sinn, die zweite Linie wird so sein, das geht dann fürs Internet. Das heißt, wir werden da skalierbare Regale bauen in verschiedenen Längen, in verschiedenen Höhen, in verschiedenen Tiefen. Und der Kunde kann sich dieses Regal, diese Ständer extra raussuchen, der Kunde kann sich diese Tiefe der Schublade oder der Tiefe des Fachbodens raussuchen, kann sich sein individuelles Regal zusammenstellen und letztendlich bekommt es dann von uns zugeschickt und kann es dann, natürlich braucht man klein wenig handwerkliches Geschick, Klammer auf, ohne Fremdwerbung zu machen, wer ein IKEA-Regal zusammenschrauben kann, kriegt auch das auf die Reihe. Eine Frage, das ist jetzt der Prototyp oder einer der Prototypen. Ja. Das Ganze soll ja dann mehr oder weniger nicht in einer Serien- oder in einer Kleinserienfertigung erfolgen. Ab wann meinst du, dass du die ersten externen Einbauen vornehmen kannst? Also wir haben gesagt, wir müssen ein bisschen behutsam sein, weil wir lernen ja, wir haben ja auch unsere Lernkurve. Ich würde mal sagen, wir beginnen mit dem, dass wir sagen, wir sind jetzt bereit, es wird irgendwo Ende Juni, Anfang Juli 2019 sein, also sind noch 6 bis 7 Wochen. Wir verlinken unten die Kontaktdaten zum Bernd Renz. Jawohl. Von der Firma Remetic. Remetro. Er hat ein leichtes Problem. Ein Sprachfehler, das ist ja bekannt, ja. Nein, wir haben zwei Tochterunternehmen, einmal die Remetro, die beschäftigt sich mit Betriebseinrichtungen und dann gibt es die Tochterunternehmen, die Firma Remetec, die beschäftigt sich mit Blech in Form und Farbe. Und ich schreibe das unten rein und da gibt es auch die Telefonnummer zum Bernd Renz, den könnt ihr anrufen und ihr könnt ihn dann mit euren Fragen löchern. Er wird euch die Auskunft gerne geben und wenn ihr euch dann euer Wohnmobil mal anschauen lassen wollt, dann kommt ihr hierher nach Mühlager bei Pforzheim, wie gesagt, und dann bekommt ihr ein Angebot. Richtig, und wenn es so regnet wie heute, man hört es vielleicht, wir sind hier im Trockenen, wir haben hier eine Halle, die ist so ungefähr 11 Meter hoch, also da passt auch ein Wohnmobil längs, quer und in der Höhe rein. Jawohl. In dem Fall hoffen wir, dass das Video jetzt für euch interessant gewesen ist. Wir sind happy. Wir haben eine saubere Heckgarage, die müssen wir jetzt nur noch richtig einräumen. Wir kommen gerne wieder, wenn dann noch mal etwas mehr da eingebaut wird, natürlich. Ja. Er lobt uns immer mit Erweiterungen, kommen wir aber sehr gerne, natürlich nicht nur wegen den Erweiterungen. Und wir machen gerne Werbung für die Firma Remetro. Ja. Und raten euch, ruft einfach an. Das war's fürs Erste. War's fürs Erste, ja. Teil 2 folgt. Bis dahin, gute Zeit. Herzlichen Dank und tschüss.